Liebe Anlegerinnen und Anleger, herzlich willkommen in der neuen Börsenwoche und damit zu einem neuen Thema der Woche. Und das Thema ist natürlich erstmal die Bundestagswahl. Sicherlich haben Sie alle am Wochenende auch zugeschaut, als um 18 Uhr die ersten Wahlergebnisse über die Ticker liefen. Und jeder Börsianer wird sich gefragt haben, was bedeutet das für die Börse? Wir haken nach bei Kemal Bacci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der natürlich auch die Wahlergebnisse im Blick hat und sicherlich auch festgestellt hat, dass eine gewisse Erleichterung an der Börse eingetreten ist. Sprich, der DAX ist erstmal mit grünem Vorzeichen in die Woche gestartet. Guten Tag, Frau Frey. Ja, tatsächlich sieht es im Moment genau so aus an den Börsen. Mit Spannung wurde auf diese Wahl geblickt, auch aus dem Ausland. Und insgesamt scheint sich jetzt eine Erleichterung breit zu machen an den Märkten. Der DAX reagiert durchweg positiv, erst einmal mit über 1% plus bei Eröffnung, weil es eben wohl nicht zu einem Linksrutsch kommen kann. Es gibt zwar sehr viel Unsicherheit darüber, welche Koalition sich jetzt bilden lässt. Aus Sicht unserer Analysten, das ist ja kein Geheimnis, wird es höchstwahrscheinlich zu einer entweder Jamaika- oder Ampelkoalition kommen. Unsere Analysten sind der Meinung, dass möglicherweise eine SPD-geführte Koalition den Fokus stärker auf fiskalpolitische Maßnahmen haben könnte und damit möglicherweise das Wirtschaftswachstum etwas höher ausfallen könnte, aber auch bei einer unionsgeführten Regierung wird nicht von Austerität ausgegangen. Auch hier dürfte es zu einem Budgetdefizit kommen, möglicherweise schon durch Steuererleichterungen. Und deshalb geht man in beiden Fällen eben davon aus, dass Stimuli durch den Staat zu erwarten sind. Insgesamt scheint es auch Erleichterungen zu geben, weil man eben auch in der Politik keinen Bruch erwartet mit der bisherigen Politik der Bundesregierung, sondern eben durchaus eine Politik der Mitte weiterhin betrieben wird. Und auch in der EU geht man, oder für Europa geht man von vielleicht etwas mehr Entspannung in der Finanzpolitik aus. Man geht davon aus, dass es aus Deutschland Unterstützung für gemeinsame Klimainvestitionen geben können wird. Das zeichnet sich ja bereits ab. Und insbesondere sehen unsere Analysten auch Bedarf in Investitionen in die Dekarbonisierung und Digitalisierung und erwarten das bei beiden Koalitionskonstellationen für die nächsten 4 Jahre. Insofern gehen unsere Analysten davon aus, dass das dass zusätzliche staatliche Investitionen die europäischen Aktienmärkte mittelfristig stützen dürften und erwarten deshalb weiterhin, dass der europäische Aktienmarkt sich stärker entwickeln kann als die USA derzeit, wo wir etwas höheres Bewertungsniveau im Moment haben. Rechnen allerdings aber auch damit, dass die Zinsen in Deutschland steigen könnten aufgrund höherer Staatsverschuldung, die eben durch höhere Anleihenemissionen finanziert werden würden. Und insgesamt erwartet man vergleichsweise Schwäche für den Euro gegenüber dem US-Dollar, einfach weil wir da auch höhere Zinsen haben und im Moment ein robusteres Momentum in Sachen Konjunktur. Wie agieren denn Ihre Derivateanleger? Gab es am Vorfeld einige, die sich quasi schon positioniert haben oder hatte man eher an der Seitenlinie gewartet und ist jetzt quasi wieder eingestiegen, nachdem die Wahlergebnisse vorliegen? Ja, bei unseren Anlegern ist das tatsächlich sehr gemischt, das Bild, recht ausgewogen zwischen Long und Short. Also meist, oder in der Vergangenheit haben wir viel stärker auf steigende Aktienkurse, wurde verstärkt auf steigende Aktienkurse gesetzt. Jetzt sehen wir, dass sich mehr Skepsis breit macht bei den hohen Niveaus, die wir in den Märkten beobachten, auch beim DAX. Und hinzu kommt, dass diese Skepsis ja dann in der vergangenen Woche bestätigt wurde durch eben einen turbulenten Markt, der auch mal deutlicher geschwankt hat. Deshalb sehen wir jetzt eine deutliche Zunahme der Short-Position und das zeigt sich auch heute durchweg in allen Märkten. Die Skepsis oder die Erleichterung scheint bei unseren Anlegern nicht so breit zu sein wie am Gesamtmarkt. Die Bundestagswahl war natürlich ein spannendes Thema. Jetzt liegen die Ergebnisse vor, jetzt beginnt der Koalitionspoker. Welche Themen treten denn jetzt wieder in den Vordergrund? Was beschäftigt die Anleger in den nächsten Tagen?
Ja, in den nächsten Tagen haben unsere Analysten jedenfalls die Federal Reserve im Blick. Da werden einige Protokolle erwartet. Zusätzlich dominantes Thema in den Medien ist natürlich die Evergrande mögliche Pleite. Da gab es ja schon Entwarnungen seitens Jerome Powell von der Fed, der eben nicht das ganz große Infektionsrisiko sieht derzeit. Das scheint für etwas Erleichterung zu sorgen, wird aber weiter mit Spannung verfolgt. Und hinzu kommt, dass die Anleger wohl ganz beherzt bei Vonovia zugreifen. 4,5% die Aktie im Plus, nachdem sie die Mehrheit der Anteile bei der Deutschen Wohnen sich angeeignet hat, trotz dass das Votums in Berlin eben möglicherweise Immobilienkonzerne enteignen zu können, lassen sich die Anleger hier wohl nicht abschrecken. Blicken wir noch ganz konkret auf die Most Actives. Welche Wertpapiere befinden sich denn auf der Liste in dieser Woche? Was sind die meistgehandelten Wertpapiere bei Ihren Anlegern? Hier genau macht sich auch wieder die Skepsis der unserer Anleger bemerkbar. Durchweg Short-Positionen in DAX, im Dow Jones Industrial und auch beim Euro-Dollar wird auf fallende Kurse gesetzt. Kemal Bacci, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Soweit der Wochenauftakt hier bei Börse Stuttgart TV. Ihnen allen eine erfolgreiche Handelswoche.